Und einen wunderschönen guten Morgen jetzt am Mittwoch. Wir haben 7.30 Uhr für uns und es gibt wieder ein Uncut-Video. Vor allem für meine Dauerzuschauer, meine wirklichen Zuschauer. Ein paar Updates. Ich fahre jetzt gleich in die Stadt, mal wieder einkaufen, ein paar Kleinigkeiten. Und dachte, ich rede dann auch mal hier ganz kurz und knackig über die Finanzen hier. Weil es gibt wieder Neuigkeiten. Ich bin jetzt seit 4 Tagen monetarisiert von YouTube. Also die haben jetzt so ein neues System gemacht. Ich bin jetzt schon länger monetarisiert. Ich hatte schon mal einen Kanalmitglied, aber der hielt nur 2 Monate. Das heißt, er hat mir 2x5 Euro gezahlt an YouTube und davon habe ich dann selbst 2,30 Euro bekommen oder sowas. Und jetzt ist es soweit, dass ich von YouTube monetarisiert werde. Das heißt, ich kriege jetzt pro Aufruf einen bestimmten Betrag, 0,8 Cent sowas. Oder pro 1000 Aufrufe 80 Cent. Das kommt dann ganz auf das Thema drauf an. Wenn ich über Finanzen zum Beispiel Videos mache, dann kriege ich wahrscheinlich so 1,20 Euro pro 1000 Klicks. Und bei meinen Off-Grid-Themen kam jetzt sowas wie 80 Cent raus. Da bin ich mal selber gespannt, wie das jetzt wird. Das heißt, auch für dieses Video, das ich jetzt gerade für euch mache, werde ich wahrscheinlich an die 80 Cent verdienen, 1 Euro. Mal gucken, vielleicht habe ich ja bald noch viel mehr Follower, die dann meine Videos angezeigt bekommen. Und insgesamt habe ich jetzt von YouTube 10,30 Euro verdient. Das heißt, es wird dann noch versteuert von amerikanischer Seite. Das heißt, ich kriege dann, meine ich, nur 6-7 Euro raus oder sowas. Und ja, auch Neuigkeiten. Ich gehe nicht mehr Dumpster Diven, jetzt schon seit 2 Monaten nicht mehr. Ich kann jetzt wieder einkaufen gehen. Und das heißt jetzt für mich auch außerhalb vom Supermarkt. Ich war am Samstag beim Fruit Market, beim Früchtemarkt. Richtig, richtig, richtig geil, mal wieder dort gewesen zu sein. Hab mir gleich bei der Elisabeth, heißt sie, glaube ich, schöne Pfirsiche geholt. Und das ganze Gemüse kommt hier irgendwo aus portugiesischen Gärten. Was ich aber vom Supermarkt immer noch hole, ist Öl und Mehl. Ich habe gestern mal Tortillas ausprobiert, also wie so Fladenbrot selber zu machen. Und überraschend gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das gerne zum Frühstück immer haben will. Das ist einfach nur Mehl, Wasser, Salz und ein bisschen Olivenöl. Und das sind die Sachen, die ich jetzt dann auch gleich einkaufen gehe. Da bin ich mal echt gespannt, wie das jetzt finanziell hinhaut. Und auch Fleisch für meinen Hund. Das ist ja die Fleischverpackung, dass er immer noch sein tägliches Fleisch bekommt. Bei mir, ich brauche nicht täglich Fleisch, aber gelegentlich schon. Aber das gönne ich mir dann am Wochenende. Und genau, ich habe jetzt letztes Mal am Früchtemarkt 15 Euro ausgegeben. Und wir haben jetzt Mittwoch, das heißt von Samstag bis Mittwoch habe ich jetzt noch so viel. Ja, das zeigt zum einen, dass ich gar nicht mehr so gesund jetzt esse, weil normal mache ich immer so gebratener Reis mit Gemüse und mache dann immer richtig viel Gemüse rein. Aber gucke ich mal nächste Woche, weil das Geile an diesen Früchtemärkten ist, ist nicht nur, dass man die lokalen Menschen unterstützt, die das selber im Garten anbaut, sondern es ist immer saisonal. Und dadurch, dass es saisonal ist, ist es auch mal viel billiger. Wo ich nach Portugal gekommen bin, bin ich immer zu diesem Früchtemarkt gegangen. Immer, also, oder Obstmarkt, ich weiß nicht, Jahresmarkt kann man das vielleicht auf Deutsch noch nennen. Und da habe ich immer so 20 bis 30 Euro für einen Wocheneinkauf ausgegeben. Und teilweise kriegt man dann da sowas wie Orangen schon fast hinterhergeschmissen. Also die schenken dann ein. Das heißt, du kaufst dir irgendwie Salat und Gurken. Und dann packt die Verkäuferin noch eine Tüte voll mit Orangen rein und drückt es dir in die Hand, weil die sowieso zu viel haben. Also sehr, sehr geil. Und ich liebe das einfach dort auch. Jetzt mittlerweile mit meinem Portugiesisch, da muss ich auch sagen, da mache ich auch in letzter Zeit ganz viel Erfolge. Ich bin jetzt viel mit Freunden immer unten in den Communities. Und unsere Hauptsprache ist, kommt drauf an, wo man hingeht, aber eigentlich immer Portugiesisch. Und wenn dann aber jemand kommt, der nicht so gut Portugiesisch kann, wird dann auf Englisch umgestellt. Und so war das bei mir immer, dass wenn ich dann kam, dass wir dann alle nur noch Englisch geredet haben. Und mittlerweile merke ich, dass der ein oder andere dann einfach weiterhin Portugiesisch spricht, weil er weiß, dass ich ein bisschen kann. Und da bin ich jetzt schon
sehr froh drum, jetzt endlich mal einen Fortschritt gemacht zu haben bei dieser Sprache, weil Portugiesisch ist es nach wie vor für mich sehr, sehr schwierig auszusprechen. Also, dem ja diesen nasalen französischen Akzent wie Bon Appetit, das ist auch Portugiesisch, guten Appetit. Und zeitgleich aber auch dieses Rrr und auch wie schon fast wie im Russischen ganz viel Sch und Sch und sowas. Also da hatte ich jetzt bisher schon gestruggelt. Meine Dusche kennt ihr ja. Das wird wahrscheinlich auch relativ zeitnah gemacht. Ich habe eine Spende bekommen von 32,60 Euro für Wasser. Und ich will von hier jetzt noch so ein Waschbecken hin machen. Und ihr wisst, ich selber wische mir eigentlich den Popo mit Wasser ab. Und das würde ich schon noch gerne hier auch installieren, dass ich hier fließend Wasser habe. Weil dieses neue Wassersystem benutze ich jetzt seit einer Woche. Und ich dusche mich eigentlich schon recht oft. Also manchmal sogar zweimal am Tag. Und ja, gestern war ich wieder Wasser holen. Erstens funktioniert das jetzt alles viel, viel besser. Ich habe da jetzt so eine schöne Routine. Es ist gar nicht mehr anstrengend. Jetzt so das Wasser zu transportieren. Ich selbst muss es ja nicht mehr transportieren. Ich muss ja nur noch Auto fahren. Deswegen ist das schon mal ein sehr, sehr geiles Ding. Das einzige Problem, das ich jetzt habe, ist mein Budget. Ich habe durch diesen Schlauchkauf mein komplettes Budget aufgebraucht. Das heißt, ich muss jetzt halt ein bisschen gucken, wie das hier ist. Weil ich bin ja auch gerade dabei, mir ein portugiesisches Bankkonto zu öffnen. Das war auch sehr lustig. Da war ich bei der Bank, habe das eröffnet. Wenn ihr das hier mal seht, alles bereit, um Wasser zu holen. Das mache ich jetzt dann auch gleich. Ich habe meinen Garten gewässert. Aber ja, ich habe mir ein Bankkonto eröffnet. Und habe dann die Daten gegeben und dann hieß es ja, in 3-4 Tagen kriegen sie Post. Ich muss gucken, dass ich das Mikrofon nicht zuhalte. Und dann habe ich keine Post bekommen, gar nichts, und bin zur Bank nochmal hingegangen und habe gefragt, was los ist. Und dann konnte er mir kein Bankkonto eröffnen, weil dann noch ganz viele Dokumente auf einmal gefehlt haben. Also zuerst bin ich nur mit meinem Ausweis und so ganz vielen Papieren hingegangen, die er aber alle nicht sehen wollte. Oh, jetzt habt ihr wahrscheinlich mein Kennzeichen gesehen, aber so ist es jetzt. Und dann muss ich gucken, ob ich das später rauslösche. Genau, und dann bin ich jetzt nochmal hingegangen und jetzt wollte von letzten Jahr meine Verdienstabrechnung sehen, wie viel Geld ich verdient habe in den letzten Jahren. Und ich habe ihm gesagt, ich habe nichts verdient, das war wahrscheinlich mein härtestes Jahr in meinem Leben. Und da war das Problem, dass er kein Englisch konnte und mein portugiesisches Bankwesen Vokabular ist nicht so gut. Und dann war das schon sehr komisch verständlich und er wollte auf jeden Fall irgendwas sehen, was ich letztes Jahr verdient habe, und ich habe halt gesagt, nichts, nichts. Und dann konnte er auf einmal Englisch und hat er gefragt, how do you survive? Weil das Leben surviving, das Wort surviving, das ist mir jetzt ja schon öfter entgegengekommen hier in diesem Lebensstil die letzten Jahre. Tatsächlich kann man es wie Überleben nennen. Und ich habe halt dann zu ihm gesagt, ja, selber Essen anbauen und Volunteering und sowas. Und jetzt konnte ich ihm dann die Einnahmen zeigen, die ich von Airbnb gemacht habe und meine Freelancer-Tätigkeit. Ich bin ja freiberuflich und das heißt, ich schreibe dann auch Rechnungen und bekomme dafür Geld. Und das habe ich jetzt eingereicht. Und jetzt hat er gemeint, ich soll diese Woche nochmal kommen und das mache ich jetzt dann. Dann bin ich mal gespannt, ob ich ein portugiesisches Bankkonto eröffne. Aber auch beim Thema freiberuflich, ich habe jetzt einen neuen Job an der Angel wahrscheinlich. Ich werde eventuell einen YouTube-Kanal für jemanden aufbauen. Also den Content macht er und ich lade dann nur die Videos hoch. Habe ich auf jeden Fall mal eine Anfrage für bekommen, aber ob ich das wirklich machen will, bin ich gerade am Schauen, ob ich es überhaupt kann. Hier hinten ist das ganze Photovoltaik-System abgedeckt, und wenn ich den Job annehmen würde, das wäre jetzt nicht so viel Aufwand in der Woche, aber ich habe jetzt diesen einen Blogbeitrag, diese eine Webseite, die ich schreibe, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, ich habe Airbnb, ich habe hier mein autarkes Leben, ja, das sind so jetzt 4 Einnahmenquellen praktisch habe ich jetzt, und jetzt mit einem anderen YouTube-Kanal. Da hätte ich schon Lust eigentlich jeden Morgen, das würde ich mir schon zutrauen, wenn ich, sage ich mal, jeden Morgen bis um 10 Uhr Computerarbeit mache und so ganz gemütlich in den Tag starte.
Aber das heißt, ich brauche dann auch jeden Morgen Strom. Und so ein Laptop braucht jetzt nicht allzu viel. Aber ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, das Video, das ich jetzt hochlade, wir sind jetzt bei 10 Minuten, das sind wahrscheinlich jetzt schon 4 GB oder sowas. Wahrscheinlich die reine Upload-Zeit für das Video wird schon wahrscheinlich 3-4 Stunden sein. Und wenn ich dann noch ein Thumbnail erstellen will und so weiter, und ja, das wird mit einer Batterieladung eng. Deswegen muss ich da auf jeden Fall mal gucken. Ah ja, und die fünfte Einnahmequelle ist ja jetzt noch das von YouTube direkt. Neben euren Spenden, das wird wahrscheinlich auch dieses Wochenende kommen, Spendenvideo. Weil es wird jetzt einmal im Monat ein Spendenvideo geben. Die letzten paar Male waren immer 4 Wochen Abstand, jetzt sind es 6 Wochen. Und jetzt haben wir 100 Euro zusammen bekommen für den Monat August. Sehr, sehr geil. Also vielen lieben Dank nochmal für alle Spenden. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themen euch interessieren, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann bereite ich jetzt diese Woche alles vor für meinen YouTube-Gast. Mein erster YouTube-Zuschauer wird mich hier besuchen. Und bis dahin will ich das Photovoltaik-Modul installiert haben und eine neue Stellfläche. Seht ihr alles in meinen Shorts. Dann sage ich mal vielen Dank für die 11 Minuten Geplapper von mir. Wenn euch sowas interessiert, wenn ihr es gut findet, hinterlasst ein Like. Wenn nicht, Daumen runter, gerne einen Kommentar. Dann hören wir uns bald wieder, euer Robin.